machen weiter mit meinem nächsten Gast und das ist wirklich erstaunlich. Sie heißt Hannelore, ist 56 Jahre alt, ist seit 27 Jahren verheiratet. Dann nimmt man doch an, dass so eine Frau souverän ist in ihrer Ehe. Mm-mm, da gibt es richtig Alarm. Herzlich willkommen, Hannelore. Hallo Hannelore, ich war echt so erstaunt, weißt, wenn man das so hört, seit 27 Jahren bist du mit Werner verheiratet. Ja. Ihr kennt euch bestimmt in- und auswendig, oder? Ja. Würde man denken zumindest. Ja. Und trotzdem gibt es so eine Seite an Werner, die du nicht genau einschätzen kannst. Genau. Erzähl, was ist los? Ja, bei uns passieren so mysteriöse Dinge, mit denen er dann nichts zu tun hat. Oder wo er sagt, also damit hat er nichts zu tun und die aber doch bei mir die Alarmglocken läuten lassen. So, und dann wollen wir jetzt mal Butter bei die Fische tun. Was genau meinst du? Also ich meine zum Beispiel, ich bin an einem Tag früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Wir haben uns zufällig unten getroffen und ja, er stieg aus dem Auto. Und dachte ich, was ist das? Gesicht voller Make-up, hier Make-up, Lippenstift. Denk, was ist das denn? Sag ich, Werner, wie siehst du aus? Was ist das? Weiß ich gar nicht, habe ich nichts mit zu tun. Und ja, und also hat er nicht. Aber der muss ja irgendeine Erklärung für gehabt haben. Nein, hat er eine Erklärung. Er hat also dann nach einer ganzen Weile sagte, ach du, ich war ja für dich Haarfestiger holen. Und dann muss ich da in dem Regal und ja, und da habe ich mir das alles angeschmiert. Ah. Ja, okay, habe ich gesagt, na ja. Ich habe es also erstmal so abgehakt. Ja, dann geht es immer weiter. Dann sind so mysteriöse Anrufe. Ach. Ja. Was waren das für Anrufe? Die sind ja tatsächlich, also da sind zwei Anrufe, also wo ich meinen Hintern drum verwetten würde, dass da mein Mann seine Stimme drauf ist. Naja, mein Mann ruft mich auch gelegentlich an und dann habe ich seine Stimme auf der anderen Leitung. Ja, aber der Anrufbeantworter geht an bei uns. Ich war nicht zu Hause, der Anrufbeantworter geht an. Ja. Da ist eine Frauenstimme, die sagt, Anrufbeantworter. Und die männliche Stimme, wovon ich ausgehe, dass es mein Mann war, sagt, leg auf. Aha. Und an diesem Tag, das war auch so zufällig, hätte ich eigentlich zu Hause sein müssen. Also ich kam mir da so abgetestet vor. Also, ach so, du wolltest gucken, jetzt verstehe ich das. Also deine Überlegung ist, dass er sich rückversichern wollte, ob du auch wirklich zu Hause bist, ja, dass genau. Die Luft rein ist, um woanders hinzugehen zum Beispiel. Ja. Ach so, ja, das ist ein Gedankengang, der ist gar nicht so also unlogisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt so zwei Sachen, die mir direkt in den Kopf springen. Also Nummer eins, er hat eine Geliebte, klar. Das drängt sich ja einem auf. Nummer zwei, auch das mit Make-up und Lippenstift, er führt ein Doppelleben. Jane. Was ich nicht annehme. Hast du mal Schuhe in Größe 46 bei euch gefunden? Nein. Mit Pumps? Nein. Naja, mit Make-up und Lippenstift. Also ernsthaft, da kommen einem die absurdesten Ideen. Ja. Was ist denn deine Überlegung? Was denkst du denn? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn die Alarmglocken erstmal an sind, das ist ja dann so, ne? Dann klopft es ja immer, dann hat man Angst, ne? Dann ist man nicht mehr frei, dann ist man nicht mehr offen. Verunsichert auch. Sag mal ganz ehrlich, also ich glaube, der natürliche, wenn auch nicht besonders charmante Griff ist ja dann der ans Telefon. Und dann, also es ist bei vielen so, die ich kenne, die dann wirklich sagen, ich war so unsicher, ich habe dann angefangen mal zu gucken im Telefon, mit wem spricht er denn so? Genau, sein Telefon kontrolliere ich regelmäßig. Ja, das mache ich. Und ja. Schon mal was entdeckt da, was auffällig war? Naja, was soll ich entdecken? Er löscht jedes Telefonat, grundsätzlich. Ach, alle? Oh, man sagt ja, ganz gelöschte leere Telefone sind ja verdächtiger als die, wo eine Menge drinsteht, ne? Ja, also für mich schon. Bisschen, ja, klingt doof, finde ich auch. Aber obwohl, ja, er meint, das ist nicht ungewöhnlich, er empfindet das okay. Ja, weiß ich, oh, ja, gut, ist auch nicht abwegig. Nein, man wird in der Tat ein bisschen unsicher, kann ich nachvollziehen. Okay, nun noch mal eine Frage. Du wirst ihn ja, so wie ich dich einschätze, schon mehrfach damit konfrontiert haben und ihm auch gesagt haben, was du denkst. Öfter. Wie reagiert er? Ja, er macht manchmal dicht oder ja. Ich hole mir jetzt mal den Werner dazu, okay? Okay. Denn wir sollen es ja oder wollen es ja heute gerne klären. Also, hier ist der Werner. Hallo.
Hallo Werner. Spukt's bei euch, sag mal? Bitte? Ob es bei euch spukt? Ich bin ganz irritiert. Na, eigentlich nicht. Werner, Hannelore ist ja schon seit geraumer Zeit sehr unsicher, weil sie das Gefühl hat, irgendwas ist faul. Ja. Sie hat dich mit Make-up entdeckt. Also Make-up, also Schliere im Gesicht oder was, Lippenstift oder was das war. Auch am Hemd war wohl irgendwie Make-up. Dann diese Anrufe auf dem Anrufbeantworter mit irgendeiner Frauenstimme und du aus dem Hintergrund zweimal. Dann deine Verlaufslisten, nee, nicht Verlaufslisten, sondern die Anruflisten werden immer wieder gelöscht bei dir im Handy. Warum? Was ist das? Was ist da los? Naja, diese Anrufe, also wenn ein Anruf ist oder so auf dem AB oder so, den habe ich gelöscht, weil ich mit einer Karte telefoniere und das wiederholt sich dann wieder und jedes Mal wurde dann immer Geld abgebucht. Und aus dem einfachen Grund habe ich die Anrufe immer gelöscht. Also es hat aber... Verstehe ich zwar jetzt nicht so rein technisch, aber... Wenn er den Anrufbeantworter abhören will, dann kostet es sozusagen ihr Geld. Ach so, ja, klar, das voll normal. Will er das nicht und dann löscht er das. Ja, scheint zum zweiten Mal und dann habe ich das immer wieder gleich gelöscht. Ja, weil das ja okay, das wiederum klingt aber logisch, finde ich. Also, ja. Ja, also ich meine, möglich ist es. Aber was ist denn mit dem Make-up? Also du willst wirklich erzählen, du gehst ins Kaufhaus und rennst ganz versehentlich in die Make-up-Regale rein und merkst das gar nicht? Ja, musst du selber drüber lachen? War ja, klar muss ich darüber lachen. Denn meine Frau hat mich einkaufen geschickt und hat natürlich gesagt, ich soll ja irgendwelche oder irgendeine Kosmetik da mitbringen. Und das habe ich nicht gleich gefunden und habe da rumgewühlt. Und wenn ich da irgendwas nicht finde, nehme ich die Hand so ins Gesicht. Und aber das Make-up ist ja verschlossen. Ich meine, ich war auch schon mal in solchen, ich kenne das ja. Ja, vielleicht auch. Ist da mal irgendwas ausgelaufen. Kann sein, aber. Und dann auch gleich der Lippenstift noch mit oben drauf. Ja, Lippenstift, ich weiß nicht, was es war. Kann es nicht nachvollziehen. Was war es? Make-up, Lippenstift? Ja, das kann man ja schlecht so sagen. Also ich würde sagen... Doch, als Frau sieht man braunes Make-up, Lippenstift, ja, ist oft farbig. Ja, war so ein bisschen rötlicher. Aha. Ja. Aber nur rot so ein bisschen. Also es hätte ja, auch nur ein Lippenstift bisschen. Sein können. Okay, ja. Das wiederum könnte ja sein. Ich frage es mal ganz anders. Ist es hier total absurd, was Hannelore da beschreibt? Also sagst du, es ist Quatsch, ich gehe nicht fremd, ich mache nichts, ich habe kein Doppelleben, ja. Gar nichts? Die Dinge haben sich ja so zugetragen, auch mit diesen Anrufen da. Und, aber ich habe damit echt nichts zu tun. Also ich bin jetzt hier mit hergekommen, dass die Dinge mal aus der Welt geschaffen werden. Also, ja? Du bist habe ich meine Frau belogen und weder habe ich sie betrogen. Also ich war eigentlich immer ehrlich. Gibt es Streit zwischen euch beiden deswegen? Naja, sicherlich diskutieren wir häufig darüber. Ja. Das kocht ja immer wieder hoch. Sagte ja? Sie, also mal ist es wieder in Ordnung und dann kommt wieder irgend so eine Initialzündung, genau. Und bumm ist sie wieder auf 180. Genau. Leidest du unter der Situation? Ja, sicher komme ich da nicht irgendwie mit klar. Also würdest du denn sagen, dass nach 27 war das, ne? Oder wie viel? Ja. 27 Ehejahren, ja. Dass ihr jetzt richtig so eine Krise habt deswegen? Ja, wenn man, kann man so... Würdest du das so sagen, Hannelore? Ja. Ist ein bisschen so, ja? Naja, unsere Lebensqualität hat schon verloren. Okay. Ja, genau. Also, wir hatten eine tolle, super Ehe. Also, so, und das finde ich ganz schlimm. Und unsere Lebensqualität leidet darunter, ja, weil irgendwo im Hinterkopf ist immer irgendwie... Ja, also die Frage ist ja, ist das jetzt eine fixe Idee, vielleicht wirklich, weil so ein paar Sachen passiert sind, die einfach im Leben mal passieren können, so Ungereimtheiten, die bei dir diese Überlegungen ausgelöst haben, oder ist es wirklich so, dass Werner sich da irgendwas, auf der Herdplatte hält sozusagen? Was passiert, wenn du recht hast? Ja, dann klären wir die Dinge zu Hause. Ich finde, das ist immerhin der beste Ort, den man dafür wählen kann. Nichtsdestotrotz, du tust mir dann sehr, sehr leid, weil das klingt nicht gut. Ist ein bisschen wie früher, wenn die Mutter gesagt hat, komm du mir nach Hause, Kind. Schluck. Nun gut, ich, Werner, drück dir die Daumen und hoffe das Beste. Ich wünsche es euch beiden, aber wir werden es erst gleich sehen. Gucken wir mal rein in den Test. Drück dir die Daumen. Viele Fragen haben wir Werner gestellt, denn es geht immerhin um 27 Jahre Ehe, ja, und eine super gemeinsame Zeit, die die beiden hatten, die jetzt gerade so richtig ins Wackeln oder Wanken geraten ist. Können wir das heute wieder gerade biegen? Also Werner, war das deine Stimme auf dem Anrufbeantworter, als gesagt wurde, leg auf? Du hast mit Nein geantwortet. Und das hier ist dein Ergebnis.
Die gelöschten Anruflisten, angeblich, weil es immer Abbuchungen gibt, wenn der Anrufbeantworter abgehört wird. Also, löscht du deine Anrufdateien auf deinem Handy, weil du vor Hannelore etwas verheimlichen willst? Auch hier hast du mit Nein geantwortet. Auch hier sind wir gespannt. Lüge oder Wahrheit? Und jetzt kommt eine Frage, die ich fast nicht anständig finde, dass wir sie gestellt haben. Ja, denn in 27 Ehejahren, da kann allerhand passieren und eine Ehe kann trotzdem wunderbar sein, selbst wenn es mal einen Ausbruch für eine Zeit gegeben hätte. Du hast trotzdem geantwortet auf die Frage, hast du während der gesamten 27 Ehejahre mit Hannelore Sex mit einer anderen Frau gehabt? Nämlich nicht. Wow. Du sagst nein. Und spätestens jetzt kriegen wir alle weiche Knie, glaube ich, oder? Ja. 27 Ehejahre, angeblich nie eine andere Frau. Tja, wer es glaubt, wird selig, ne? Lüge oder Wahrheit? Die meisten sagen, nach so vielen gemeinsamen Jahren erkaltet die Liebe, man wird freundschaftlich miteinander und das ist ja auch wunderbar. Aber so das innige Gefühl geht so ein bisschen weg nach einer Zeit. Deswegen finde ich auch die Frage ganz schön schwierig. Liebst du deine Frau Hannelore von ganzem Herzen? Ja. Du hast mit Ja geantwortet. Hannelore, und nun guck mal hin, was du dir für einen Kerl geangelt hast. Nicht mehr los. Weißt du was, ich sag euch mal was, also wenn ich in 27 Jahren oder nach 27 Jahren Ehe noch so bin, wie ihr beiden im Umgang miteinander seid, zumindest das, was wir hier so gerade sehen, dann bin ich der glücklichste Mensch unter der Sonne, ehrlich. Also großartig. Alles Gute, viel Glück für die nächsten 27 Jahre. Ciao. Kracher, oder? So toll, ehrlich, so toll. Ich hoffe, dass die noch ganz, 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 ganz lange glücklich bleiben. So, ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Hier kommt Isabel. Hi. Hi. Isabel, als ich von eurem Fall oder von deinem Fall erfahren habe, da habe ich erst ein bisschen geschmunzelt darüber. Aber dann so im zweiten Nachklang habe ich echt überlegt, das ist ganz unangenehm, womit du dich auseinandersetzen musstest, so als Gedanke. Denn du gehst davon aus, dass dein Freund Patrick Gefühle für seine eigenen Schwester, für seine eigene Schwester haben könnte. Also nicht... Damit sind nicht geschwisterliche Gefühle gemeint, sondern verliebte Gefühle. Naja, die Schwester hat mir erzählt, dass er in der Nacht immer rübergeht und so. Ich dachte jetzt nicht, dass die verliebt sind oder so, aber ich meine, die hat mir das erzählt. Was hat sie genau erzählt? Na, sie hat gesagt, dass der nachts rüberkommt zu ihr. Und was macht er dann da? Na, das hat sie mir nicht gesagt, aber... ne? Und so. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und er hat gesagt, das war nichts und so. Und was hat sie denn noch erzählt? Sie hat auch, glaube ich, was von der Badewanne erzählt. Ne? Ja, dass er reingekommen ist, wo sie in der Badewanne war. Ich meine, es kann vielleicht mal passieren, aber warum erzählt die mir das, habe ich mir dann so gedacht, ja. Also, das muss man ja vielleicht mal kurz abgrenzen. Hast du Geschwister? Ja. Hast du einen Bruder? Mhm. Kommt der zu dir rein, wenn du... oder? Nein, der wohnt nicht mehr bei mir, aber... Aber wo? Als ihr zusammen gewohnt habt? Nee. Aber du findest es schon verdächtig in dem Fall, ja? Das mit der Wanne nicht unbedingt, aber... Das nachts ist komisch. Ja. Was will der denn da?
Was? Weiß ich doch nicht. Also, verstehe ich das richtig? Die Michelle, die Schwester von Patrick, die hat es irgendwie so rübergebracht, als hätte das was zu bedeuten gehabt. Hm? Ja? Hast du sie gefragt? Michelle, was willst du damit sagen? Ja, also Patrick ist dann wiedergekommen, der war was zu trinken holen. Und da hab ich ihn halt gefragt, ob da was war, weil sie mir das erzählt hat und warum sie mir sowas erzählt. Und da ist er hingegangen, hat gesagt, was erzählst du zu Isabel und so. Und hat sie gesagt, naja, ich meine doch nur, dass du abends rüberkommst und Zigaretten holst. Das hat sie aber zu mir nicht so erzählt. Findet sie das gut, dass du mit ihrem Bruder zusammen bist? Na, eigentlich schon, weil ich habe mich gut mit ihr verstanden und sie konnte sich auch alles von mir ausleihen, Sachen und so. Also gibt eigentlich keinen Grund, dass sie irgendwie negativ da intervenieren wollte, ja? Nee, na, wo sie mir das erzählt hat, da war ich nicht mehr so nett zu ihr, so habe ich... Also seitdem ist so ein bisschen ein Bruch drin in der Freundschaft, verstehe ich das richtig? Ja. Die Frage ist ja nun, was soll das Ganze, beziehungsweise was steckt dahinter? Deswegen haben wir natürlich auch den Patrick gefragt und haben von ihm Antworten bekommen. Aber bevor wir mal gucken, wie es sein Lügendetektor-Testergebnis ausgegangen ist, rede ich erst mit ihm. Hallo, hier ist Patrick. Patrick, was für eine Erklärung hast du, dass deine Schwester Michelle so komische Sachen erzählt hat? Das ist natürlich Schwachsinn. Also, was machst du nach Schwester gerne, aber ich kenne die Gefühle ja nicht. Also, also ich finde es fast zum Schütteln, den Gedanken gerade. Ich meine, es kann passieren, dass ich mal ins Bad reinkomme oder nicht. Es passiert. Das ist jedem schon mal passiert. Seid ihr denn sehr offen zu Hause? Also, wenn deine Schwester zum Beispiel unter der Dusche steht, ja? Nee, bist du eigentlich dann nicht. Eigentlich nicht? Nee. Okay, und wenn du aber nachts bei ihr ins Zimmer gehst, was willst du dann da? Das war eins bis zweimal, habe ich mir ein paar Kippen rausgeholt, aber mehr war das ja auch nicht. Ja, also das müsste aber ehrlich gesagt unter Geschwistern auch funktionieren, ohne dass das ein Thema wird, ne? Ja klar, eigentlich schön. Finde ich auch. Was sagst du dazu, dass du überhaupt dich dieser Diskussion stellen musst? Ich finde es dumm, na klar. Ich muss extra bisher herfahren wegen so einer Scheiße oder was. Es ging ja nicht nur darum. Ich weiß, mir ging es ja auch überhaupt darum, ja. Ich komme her, weil ich weiß, dass es nicht war, also. Okay. Ist mir eigentlich egal. Es geht nicht nur darum, sondern? Na, ist ja schon mehr passiert in unserer Beziehung. Und da wollte ich nur mal wissen, ob nun noch mal was war und nicht jetzt wegen der Schwester. Also. Was heißt denn, also was meinst du denn genau mit, ob da noch was war? Ob er mich ja mal betrogen hat, oder? Das heißt, er hat dich schon betrogen? Ja. Wann denn? Vor 2 Jahren ungefähr, ja. Wart ihr da frisch zusammen, oder? Naja, wir kennen uns 3 Jahre. Aha. Okay. Das ist ein Ding? Tut mir leid. Ja, bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Aber das ist ja nicht so schön. Das heißt, eure Beziehung hatte schon eine richtig dolle Krise, ne? War das eine einmalige Sache? Ja, sie war in Urlaub und so und deswegen. Okay. Bist du denn treu danach gewesen? Was? Warst du danach treu? Ja, sowieso. Na gut. Also wir haben viele Fragen auch dir gestellt, denn wir haben dich getestet. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mal in den Lügendetektor-Test reinschauen, oder? Ja. Also, hier kommt er. Patrick, wir wollten wissen, hast du mit Doreen, ist das Doreen? Wer ist Doreen? Da war auch eine Feier und hat da rumgeknutscht und so. Oh, also ich merke, es gibt wirklich noch mehrere Fragen. Also, du hast mit Doreen rumgeknutscht. Die Frage ist ja, ob es da noch mehr gegeben hat. Also, hattest du Sex mit ihr? Du hast mit Nein geantwortet. Und das ist dein Ergebnis. Wir wollten wissen, findest du deine Schwester Michelle sexuell attraktiv? Nein. Ja, ist so eine harte Frage irgendwie, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber er hat ganz klar mit Nein geantwortet und wir haben auch ein Ergebnis. Hast du, seitdem du mit Isabel zusammen bist, mehr als einmal Sex mit einer anderen Frau gehabt? Das eine Mal haben wir gerade gehört. Da hast du mit Nein geantwortet. Hm. Okay, schauen wir rein. Letzte Frage. So, das war's. Also ich denke, damit ist eigentlich alles geklärt, oder? Hm. Oder? Ja. Also irgendwie... Keine Ahnung, vielleicht hast du auch mit dem falschen Ohr hingehört, ja? Wirklich, offensichtlich, entweder meinte sie es einfach nicht so, wie es angekommen ist, ja,
Oder aber du musst mal hinterfragen, ob sie vielleicht dich doch nicht so angenehm an der Seite deines ihres Bruders findet. Ne? Klär das mit ihr, sofern es überhaupt noch Klärungsbedarf gibt. Vielleicht ist das Ding jetzt aber auch einfach vom Tisch, okay? Ich wünsche euch alles Gute, danke euch, dass ihr meine Gäste wart. Verabschiede mich natürlich jetzt von euch. Ihr wart ein tolles Publikum. Und von euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Alles Gute. Danke, ciao.